Sind wir zu hart zu Rainbow Six Siege? Diese Frage stelle ich mir jetzt schon seit ein paar Tagen, seit ich diesen Tweet von Bikini Body gesehen habe und habe dann verinnerlicht, dass er doch irgendwo recht hat. Tut mir jetzt im Umkehrschluss extrem leid, dass ich so oft über das Game rumhate. Wir alle beklagen uns gerne und beklagen ist immer einfach. Aber positive Sachen oder Aspekte hervorzuheben ist immer ein kleines bisschen schwieriger, als man vielleicht annehmen mag. Mir fallen doch einige Sachen ein, die Rainbow Six Siege wirklich gut machen. Und über diese Punkte werden wir jetzt reden. Aber bevor es losgeht, noch zum Sponsor dieses Videos. Der Sponsor dieses Videos ist mal wieder unser vertrautes NordVPN, dem größten und sichersten VPN, den ich kenne. Eigentlich solltet ihr mittlerweile wissen, was ein VPN macht, aber hier nochmal eine kurze Anleitung. Jedes Mal, wenn ihr online seid und im Internet surft, hinterlasst ihr kleine Fußspuren und Datenkrümel, die sich Hacker dann zu Nutzen machen. Das können zum Beispiel Telefon- und Kreditkartennummer, Adresse oder auch Browserverläufe sein. Mit einem VPN werden diese Daten verschlüsselt und für Hacker unzugänglicher. Ein VPN bringt aber weitaus mehr Vorteile. Wie die meisten von euch wissen, kann man damit seine Location ändern. Das hat den Vorteil, nach Filmen und Serien zu suchen, die nur schwer zu finden sind. Aber ein ganz besonderer Punkt ist momentan auch für Twitch. Manchmal sind Streams nicht verfügbar, weil sie unter das Netz DG fallen. Mit einem VPN kann man ganz einfach seine Location ändern und schon könnt ihr die Wiederholung eures Lieblingsstreamers anschauen. Momentan haben wir die Black Friday Week und wenn ihr auf den Link in der Beschreibung oder in den Kommentaren klickt, bekommt ihr 73% auf einen 2-Jahres-Plan plus einen Monat gratis, wenn ihr den Code Jericho nutzt. Der erste Talking Point, den ich mir aufgeschrieben habe, warum das Game gut ist, ist die Killbefriedigung. Kein Game auf dem Markt, was mich so befriedigt, wenn ich einen Gegner über den Haufen schieße. Sowas zum Beispiel. Oh yes. Ich wollte das Ace haben. Ich bin so gierig. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt, ob das nur für mich so ist. Wo es befriedigender ist, jemanden über den Haufen zu schießen. Rook spiele ich in letzter Zeit zum Beispiel extrem gerne. Du machst was fürs Team und du kannst deinen Kopf ausschalten. Selbst Battlefield, was ich total liebe, gibt mir nicht dieses Gefühl, was ich in Rainbow bekomme, wenn ich jemanden kille. Ich glaube, das liegt daran, weil jeder Kill in Rainbow einen extremen Impact hat. Wisst ihr, was auch noch geil ist? Das Operator-System. Es gibt 60 Operator und jeder Spieler, der in dieses Game kommt, findet seinen Operator, der für seinen Spielstil und seine Charaktereigenschaft zugeschnitten ist. Ich weiß, ihr werdet mich jetzt voll dafür auslachen, aber wisst ihr eigentlich, wie gut Rainbow Six Siege optimiert ist? Das ist unfassbar. Ich weiß, ich werde jetzt öfter den Vergleich mit anderen Games nehmen, aber wenn man Warzone mit einer beschissenen Tickrate spielt, Battlefield mit einer schlechten Tickrate spielt oder Call of Duty Vanguard mit einer schlechten Tickrate spielt, wir haben 60 Tick-Server. Es connectet verdammt viel. Ich weiß, dass das manchmal nicht der Fall ist. Das ist okay. Aber im Gegensatz zu anderen Games ist Rainbow unfassbar gut optimiert. Und wisst ihr, warum uns das auffällt, dass es manchmal nicht so ist? Weil es in Rainbow stark darauf ankommt. It begins. Ja. Ah! Den habe ich null gehört. Machen wir Rook Day heute? Soll ich euch mal einen Grund sagen, der total weird ist? Bei dem folgenden Grund werden die meisten auch wahrscheinlich wieder lachen, weil ich selber auch lachen muss. Das Game hat eine Magie wie kein anderes. Ich habe vor 2 Monaten oder so Call of Duty gezockt, habe über das Game abgehatet und habe das nie wieder angepackt, weil es mir keinen Spaß gemacht hat. Dann streame ich, krieg 2, 3 Runden auf die Fresse, sage, komm, noch ein Game. Och komm, danach spielen wir aber Battlefield. Nein, wir spielen weiter Rainbow. Es schafft kein einziges Game auf diesem Planeten, mich so beizubehalten wie Rainbow. Du schaffst es nicht, von dem Game wegzukommen. Oh. Hä? Nein, ins Free Fire gelaufen. Wie kann man das übersehen? Ey, hier steht doch wohl nie einer, oder? Oh mein Gott, das war so schlecht von mir. So gerne Lion spielen. Yes!
werde gleich so geflankt. Ich wusste es. Was ist zum Beispiel mit der Intensität als Squad? Wenn ihr mit euren Freunden spielt und dieses unfassbare Gefühl von Adrenalin und Freude raufkommt, wenn man etwas schafft. Ich habe natürlich Spaß an anderen Games, aber sie reizen mich nicht so. Sie sind nicht so intensiv. Sie haben nicht dieses saftige, geile Gefühl. Oh yes. Ich finde zum Beispiel momentan gibt es keinen einzigen Operator, der wirklich overpowered oder Bruch ist. Und Ubisoft gibt sich größte Mühe, diese Balance stetig beizubehalten. Kommt ein neues Gadget, wie zum Beispiel der Bewegungsmelder, ist es gebalanced. Es kommt ein neuer Operator, der ist durchaus spielbar, ohne dass man jetzt denken muss, er wäre Meta. Yeah. Hallo, heute ist Rook-Time, Beefy Boy. Schreibt mir bitte in die Kommentare, welcher Operator Meta ist. Und diese Game-Balance ist unfassbar geil. Das gibt es nicht in Call of Duty. Da ist jede Waffe im Season Pass ist overpowered. Total ungesund für ein Game. Jedes Mal overpowerte Waffen von vorn bis hinten, dass das Game einfach keinen Spaß macht. Oh yes, würdest du mir den Tab gönnen? Er ist nicht geinjured? Ach, der war geinjured. Versteht mich nicht falsch. Waffen in Rainbow können natürlich Bruch sein, wie die Roni es war. Aber das liegt an der ganzen Mechanik, diese One-Shot-Headshot-Mechanik. Denn das Einzige, was mich momentan stört, ist eigentlich nur, dass es keine Solo-Queue-Playlist gibt und die One-Shot-Headshot-Mechanik. Und das sind die einzigen zwei Sachen, die mich wirklich, wirklich momentan stark nerven. Okay. Ich hab daneben geaimt, gebe ich zu. Aber so schlecht wie er habe ich im Leben nicht gezielt. Und habt ihr gesehen, warum ich die One-Shot-Headshot-Mechanik hasse? Auf jeden Fall, es gibt und es wird kein Game geben wie Rainbow Six Siege. Oh Gott. Oh, ich will wegrennen. Ich kann nicht wegrennen. Ja, noch eine. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, wenn ich über diese ganzen Sachen nachdenke, ist das wahrscheinlich der Grund, dass ich das Game schon 6 Jahre spiele und gegebenenfalls einfach die Luft raus ist. Aber dennoch komme ich immer wieder zurück. Vor allem mein Zweitkanal läuft verdammt gut. Die Videos machen unfassbar Spaß. Es ist endlich was Neues. Ich habe richtig Bock da drauf. Es ist jetzt nicht so, dass mir irgendjemand im Nacken sitzt und ich krampfhaft dieses Video jetzt machen muss und positiv über Rainbow rede oder positiv über Rainbow reden muss, sondern ich mache das halt wirklich einfach nur, weil mir Dinge aufgefallen sind. Aber wo wir auch gerade dabei sind, schaut gerne auf meinem Zweitkanal vorbei. Der Kanal entwickelt sich super. Ich habe mega Bock. Vielleicht könnt ihr ein paar Sachen hinzufügen. Wir sehen uns auf jeden Fall in den Kommentaren. Macht es gut.